Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest. Wir sind ausgeschlafen, die Sonne geht irgendwo da hinten, müsste die aufgehen, glaube ich, denn da ist so ein bisschen rötlich der Himmel. Ja, hier unserer kleinen Behausung, wo ich gerade den Kopf über Nacht reinstecken konnte. By the way, der Kopf, einen Kopf habe ich gar nicht. Wenn man hier im Schatten mal schaut, man sieht es vielleicht hier ein bisschen an dem... Da fehlt der Kopf. Man sieht hier die Armbeugen und das wurde schon oft gesagt. Der junge Mann ist etwas kopflos, der hier rummacht. Nun gut, wir haben unsere kleine Hilfsbehausung, die meines Erachtens aufwendiger aufzubauen ist als diese komische Rundung. Was machen wir heute? Okay, wir fühlen uns kalt. Dann machen wir hier mal das Feuer an. So. Mensch, das ist ja mal ein Schattenwurf hier. Der Riese, das sieht cool aus. Hier mit dem Berg da hinten. Ich würde ja mal gerne versuchen, hier an die... Die Frage, komme ich hier runter? Hier ist ziemlich steil. Ich glaube, ich komme hier nicht wieder hoch. Ich würde gerne mal versuchen, auf die Insel zu flüchten da drüben. Nur das ist hier so steil. Doch hier drüben würde ich wieder hochkommen. Das müsste hier gehen. Da müsste ich rauskommen. Soll ich das mal probieren? Ich probiere es mal. Oh. Doch, man kommt die... Was ist denn das? Wasserhöhe? Dann ist das Wasser eins tiefer. Und dann? Ah, jetzt ist man unter Wasser. Alter. Alter, seht ihr das? Ich muss hier raus. Seht ihr das im Wasser? Das sind Kannibalen. Die sind unter Wasser unterwegs. Die können anscheinend atmen. Okay. Naja, dann bereiten wir uns mal vor. Heißen wir die Besucher mal willkommen, ne? Da vorne läuft auch einer. Seht ihr das? Hinten an dieser Landzunge. Oh, das ist nicht nur einer, es sind gleich mehrere. Gesehen. Die gehen da hinten baden. Ist das denn ihre Morgenwäsche oder wie? Ich glaub's ja nicht. Habe ich über die Entfernung gesehen? Da kommt wieder einer raus. Ja, gell, du hast die Ruhe weg. Okay, ich bin jetzt ein bisschen nervös, dass die hier so in der Nähe rummachen. Hier nochmal ins Wasser guck. Schwebt denn da? Das sind die Schatten von den Vögeln, oder? Da. Da ist wieder einer raus. Das finde ich uncool. Gut, ist da was? Ich werde hier mal eine Falle aufbauen. Die Happy Birthday Trap. Das sind 10 Sticks, 6 Steine. Das geht relativ schnell. Und die stelle ich hier direkt in den Eingangsbereich. In der Hoffnung, dass die... Warum muss das Ding eigentlich stehen? Da sind die Dornen. Sagen andersrum, oder? So, ich habe keine Ahnung. Okay, wir stellen eine hier hin. Und 4 Baumstämme. Ja, die wurden natürlich nicht angezeigt, aber die holen wir uns jetzt. Mache ich allerdings von hier unten. Ich habe doch gesehen, dass hier irgendwo noch ein Baum reinbackt. Na? Na? Okay, der Baum will nicht. Wo ist der Ast hin? Okay. Scheiß drauf. Ich
Hier noch ein Ast oben. Okay. Können wir hier runter absteigen? Ah, da ist noch einer. Bin ich jetzt hier? So ein bisschen Respekt vor Felsen. Ihr habt es ja im Livestream gesehen. Die katapultieren einen manchmal so ein bisschen hoch. Hier liegen ja auch noch zwei Baumstämme. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Machen wir hier erstmal die Falle fertig. In der Hoffnung, dass sie mich beschützen mag hier in der Ecke. Okay, dann legen wir die anderen beiden Baumstämme, die ich in der Nacht gar nicht mehr gesehen habe, hier auch noch hin. Ja, die Anzahl der Materialien, die in so einem Buch stehen, müssen sie auf jeden Fall auch noch fixen. Das haut noch nicht so ganz hin. Hier sind wieder Stöckchen in der Nacht wundersam vermehrt worden. Was mich ja nicht stört und mir vor allem Material bringt, ohne dass ich hier irgendwie großartig was wegschlagen muss. So. Schon mal perfekt. So, noch 5 Stickies. Ich meine gerade, dass ich die hier gerade aufgesammelt habe, aber... Wann ist einer gelaufen? Bin mir da echt unsicher. Jetzt machen wir erstmal die Happy Birthday Falle fertig, dass wenn einer zu Besuch kommt, dass wir auch ein bisschen Geschenke haben. Ah. Das Ding scheint dann wirklich nach oben zu schlagen. Dem sozusagen entgegen. Sehr cool. Die Frage ist, kann ich da drüber laufen über so eine Happy Birthday Falle? Aber wir werden uns jetzt erstmal so einen Lizard braten. Ich habe jetzt Bock auf einen Leguan am Stock. Deswegen feuern wir mal unser Feuer an. Das gut alte Big-Feuerzeug. Immer Gas dabei. Und so. So, einmal nochmal Feuer nachgelegt. Könnten wir eigentlich schon mal Mollys craften. Weil da scheint es ja einen Unendlichkeitsbug zu geben. Zumindest werden die hier als nachproduziert. Ne, jetzt scheint es keine mehr zu geben. Immer diese Steine, ich denke, eat. Er sah zwar noch roh aus, aber er hat mich gesättigt. Vielen Dank. Die fliegen an einem vorbei. Hier mein kleines Nachtlager, wo man einfach nur den Kopf reinsteckt und der Rest bleibt feucht. Auch schwierig. Aber ich will mir ja auch eine Blockhütte hinbauen. Hier ist nämlich eine schöne, abgeschiedene Stelle. Ich hoffe nur, dass die Kannibalen nicht in der Nacht hier runterkommen. Deswegen würde ich ganz gerne die Bäume da oben wegtackern, was ja nicht so gut funktioniert hat. Jetzt mal da hoch, versuchen wir den da drüben wegzuschlagen. Und den hier könnte ich auch nochmal probieren. Der scheint aber... Ah. Okay, Prop. Wie ist das hier? Da ist ein echter Baum. Was ist mit dem hier? Du bist anscheinend... Ja, du bist auch nicht echt. Okay, schade. Was mit dem hier? Der ist echt. Na? Aber nur bis zum ersten Schlag. Was ist denn das? Ein Schlag drauf und dann war es das mit der Echtheit der Bäume. Oder das Spiel denkt sich dann, nö, den nicht. Der geht aber.
So, ich hoffe mal, der kippt hier Richtung Küste. Vielleicht komme ich dann ja dran. Und wenn nicht... Na. Okay. Da rollt einer runter. Den nehmen wir auch mit. Den Abstieg hier über die Bergkante sollte ich eigentlich lassen. Ich weiß, dass es schief gehen kann. Weil man ab und zu mal so nach oben glitscht. So. Packen wir den in den Holder. Schon irgendwelche Besucher? Nein. So, ist das Ding voll, oder? 6 Stück, ja. So, dann stellen wir uns doch gerade noch einen auf. Ich könnte jetzt auch einfach die Hütte anfangen zu bauen. Ich speichere ja sowieso nicht. Eigentlich ist es Quatsch. Komm, wir stellen jetzt hier eine Hütte auf. Eine Behausung aus etwas massiverem Grundlagen. Hier geht die Tür auf. Das heißt, ich würde... die Tür vielleicht dann nach hinten. Zu meinen Stämmen und zu dem Rest. So, hier so quer. Ich glaube, das finde ich gut. So, ja. So, dann brauchen wir erstmal das auf, was hier drin ist. Die Frage ist, wenn ich ein Feuer innerhalb der Hütte mache oder gar hier hinter, ob das... auch gesehen wird von den Kannibalen in der Nacht. Okay, Steine habe ich wohl genügend dabei. So, dann gehen wir wieder hier hoch. Das meine ich. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat mich so hoch geschnickt. Und er mich versucht, hier irgendwie aus der Ecke rauszukriegen. So, dann nehmen wir den hier. Die Texturen von den Bäumen sind echt genial. Was mich ein bisschen nervös macht, dass die Jungs hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Okay, Baum fällt. Und der Rest macht da runter. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Hält er mich jetzt auf? Nö. Aber ich schwebe schon wieder teilweise in der Luft. So. Tja, und ein weiteres Mal wollte ich sagen, bauen wir uns eine Hütte, die nach dem Speichern dann vorhanden sein wird, aber mein Inventar ist leer und das ist ja auch nicht zu verachten, wenn man die ganzen Schmerzmittel nicht mehr dabei hat, die einen dann im Notfall ein bisschen die Energie wiedergeben. So. Die beiden Bäume konnte ich nicht, dann haue ich jetzt mal hier oben weiter. Würde interessieren, ob diese Falle auslöst. Ich hätte jetzt so geschrien, wenn mir das Ding in die Fresse geschlagen hätte. So, jetzt ist das Problem. Ich hätte gern, dass dieser Baum zu mir fällt. Dieser Baum... Doch. Der mag abgebaut werden. Wenn der jetzt ins Wasser fällt, ist ein bisschen doof. Egal. Der wird schon ins Landesinnere plumpsen. Oder zumindest in die Richtung. Ah. Sehr geil. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. So, wo ist der Rest hin? Da hinten. Cool. Da kommt der zweite und da der dritte. Sehr geil. So ist er brav, der Baum. Vögel freuen sich.
fliegen hier ihre Runden und leisten mir Gesellschaft beim Häuserbau. Ein wahrer Überlebenskünstler hier, unser Protagonist. Und eine gute Stelle, wie ich hier bemerken muss. Dieser Ausleger. Kann ich das Ding abpacken? Sieht so aus. Das ist ja auch das Thema, wenn ihr das Spiel wieder... also wenn ihr gespeichert habt und dann das Spiel wieder geladen wird, dann werden die Bäume alle resettet. Außerdem war es so im Livestream, dass die Absturzstelle mit dem Flugzeug, das ist scheiße. Bis hierhin kann ich, aber nicht weiter. Ach, darüber. Und das Flugzeug hat sich auch irgendwie anders positioniert nach dem Laden. Da ist ja dann ein Baum mitten in dem Flugzeug gewesen. Oder der Wald wurde irgendwie neu aufgebaut und hat dann... Wurde dann praktisch in das Flugzeugwrack verlagert. Kann es nicht genau beantworten, was da war. Auf jeden Fall musste ich einen Baum mitten im Flugzeug raushacken. Nachdem ich den Spielstand geladen hatte. So, ich brauche ein bisschen Energie. War nur noch der eine und der Rest ist wahrscheinlich hier runtergehupst. Gut, warte mal, dann legen wir den hier unten mal ab. Ach komm, ich setze ihn direkt dran. Ja, ein weiteres Mal seid ihr dabei, wie ich mir eine Blockhütte baue. Ist echt ärgerlich, dass man das hier nicht, dass es irgendwie nicht sinnvoll ist mit dem Speichern. Aber mir macht das Spiel extrem viel Spaß. Euch macht Spaß beim Zuschauen und deswegen setze ich mich auch hier noch ran und hacke hier weiter, obwohl es keinen Sinn hat. Also Sinn natürlich schon, aber obwohl es nicht richtig gespeichert wird, das wollte ich damit sagen. Beim Holzhacken müssen wir echt die Maustaste halten können, dass man hier 25 mal klicken muss. Oh nee, oh nee. Okay. Okay. Die zwei habe ich gesichert. Das ist doch unterschiedlich, oder? Hier, die Textur ist doch viel, viel feiner. Als hier vorne. Das ist ungefähr alles gleich. Hm. Komisch, die Seitenteile sehen irgendwie ein bisschen anders aus. So. Bitte kipp zu mir. So, hier hinten gehen die immer irgendwo ins Wasser. Beziehungsweise haben sie das an dem einen Tag getan. Die Eingeborenen scheinen sich ja irgendwie Gebiete abzustecken hier in dem... Ja, sehr gut. In dem Wald. Mit ihren Totems dort. Wow. Okay. Gucken wir uns vielleicht später. Und somit ihr Gebiet einzugrenzen, also in welchem Bereich die rumlaufen und so weiter. Und man soll mit diesen Körperteilen, Skulpturen, die man auch anstecken kann, soll man das Ganze so ein bisschen einschränken können, wo die praktisch langlaufen. Soweit ich das verstanden habe. So, nehmen wir den noch. Total angespannt. Die Spiel ist so atmosphärisch, weil es halt auch keine Musik hat oder sowas. Bis auf diesen Teil. Oh, nicht da hoch. Oh. Komm runter. Genau. Das mir runter. Ja, wie gesagt, das Spiel hat ja keine Musik und deswegen ist immer nur so diese Umgebungsgeräusche, das Plätschern hier. Auf dem rechten Ohr, denke ich mir, läuft hier Wasser rechts den Kopf runter. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann diese Hütte sinnvoll nutzen.
hier oben nochmal. Es fängt schon wieder an zu regnen. Es wird auch schon wieder Nacht, oder? Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge schaffe, die Hütte wieder fertigzustellen. 36 von 82 ist aber auch echt übertrieben, wenn ich mir gucke, was ich an Quadratmeter, an Kubikmeter Holz hier mit mir rumschleppe. Da hinten scheint die Sonne demnächst unterzugehen. Dann sollte eigentlich so eine Hütte wesentlich schneller fertig sein. So, nehmen wir den hier weg. Das ein. Das gesehen? Einer gerade rausgeflitscht aus dem Wasser. Warum hacke ich trotzdem weg? Da habe ich ein bisschen Respekt, dass er mir nicht von oben auf den Schädel hüpft oder hier so ein Kumpel im Baum vielleicht hockt. Scheiße. Ein bisschen Angst, dass es Schwing macht und er dann hinter mir steht. Puh, Anspannung. Geht die Sonne unter. So, ich hole jetzt noch die letzten beiden Stücke und dann legen wir uns mal wieder hin. Dann machen wir am nächsten Tag weiter. Im Hellen ist mir das Ganze irgendwie doch lieber. Oh, zack, hat einer das Licht ausgemacht. Na gut. So. Gehen wir mal wieder unser Ein-Mann, nee, Ein-Kopf-Zelt und legen uns mal hin. Die Sterne gehen auf. Eigentlich ist es ganz schön hier, wenn man wüsste, dass hier keine Kannibalen sind. Da hinten ist ein Regenbogen, ein sogenannter Nachtregenbogen. Wer kennt ihn nicht? Nun gut, wir sind am Ende einer Folge von The Forest. Wir bauen uns hier langsam unsere Hütte auf und ich gehe jetzt schlafen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin.